Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend zur Eröffnung des Rahmenprogramms des großen Ausstellungsprojektes. Sie sehen es hier, Making Crisis Visible. Mein Name ist Rebecca Schmidt, ich bin Geschäftsführerin des Forschungsverbunds Normative Ordnungen, einer der Projektpartner, und ich darf Sie heute Abend im Namen aller unserer Partner sehr herzlich hier zum Vortrag von Professor Rainer Fons begrüßen. Im Namen aller Partner, vielleicht haben Sie den Flyer beim Reingehen gesehen, das sind einige. Es ist das Leibniz-Institut, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die Hochschule für Gestaltung in Offenbach, der Leibniz-Krisenverbund Krisen in einer globalisierten Welt, die Goethe-Universität, wir die normativen Ordnungen, und gleich kommen wir noch zur Kunst und den Studierenden. Das Wort Krisen haben Sie in dem Zusammenhang häufig gehört und vielleicht hören Sie es der eine oder andere heute sogar schon zum dritten Mal, denn heute ist tatsächlich schon der dritte Abend. Am Montag haben wir mit einem Preview zur Ausstellung und der Bürgeruniversität, der Goethe-Universität begonnen zu der Frage Krisen in der Demokratie, und gestern Abend wurde die Ausstellung von der Schirmherrin Ministerin Dorn und Professorin Nicole Deitelhoff für das Projekt eröffnet und auch schon mit einigen Worten erläutert. Ausstellungskurator Felix Kosok und Ellen Wagner aus dem Team von Professor Klaus Hesse sind hier und haben ihn gestern erläutert und werden auch jetzt weiterhin Führungen und Informationen in den nächsten Wochen anbieten. Also im Namen aller Partner, im Namen auch natürlich unseres Gastgebers und gleich mit einem besonderen Dank verbunden an Frau Dr. Kromer von Senckenberg, herzlich willkommen hier heute zum ersten Abend im Rahmenprogramm der Ausstellung Making Crisis Visible. Vielleicht haben Sie sich gefragt, was wir uns darunter vorstellen. Ehrlich gesagt, ich möchte heute nicht so viele Vorreden machen. Thematisierte Krisen sind in aller Munde, ob es Kriege, Rassismus, Terrorismus, Extremismus, Radikalisierung, die Krise der liberalen Weltordnung, der Populismus. Was auch immer es ist, die Krisen sind vielfältig. Und die Idee dieser Ausstellung und des Rahmenprogramms ist, den Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst und Gestaltung zu intensivieren. Und das war die Idee des Projekts. Und Sie werden es sehen, wenn Sie sich die Ausstellung anschauen. Die läuft jetzt bis zum 2. Juni hier im Senckenberg Naturmuseum. Was ist passiert? Es sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Goethe-Universität, eben diesem Leibniz-Krisenverbund, der HSFK und von den normativen Ordnungen, in Dialog mit Künstlerinnen, Studierenden an einerseits der Hochschule für Gestaltung Offenbach, der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und das Shanghai Institute for Visual Arts in Dialog getreten, haben gegenseitig die Arbeiten kennengelernt. Da können Sie sehr interessante Videos, insofern darf ich noch auf unsere Social Media Kanäle verweisen, das Making Offs, sich anschauen, wie Wissenschaft und Kunst in die erste Begegnung gegangen ist, und haben dann die Kunstwerke entwickelt, die Sie hier in der Ausstellung bis zum 2. Juni sehen können. Gleichzeitig wollten wir den Dialog intensivieren, indem auch im Rahmenprogramm die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen, ihre Arbeiten, die zum Teil eben in den Kunstwerken aufgenommen sind, inhaltlich vorzustellen. Das ist das, was Sie in den nächsten Wochen und dann Monaten bis Juni erwartet. Und Sie sehen es hier auf dem Flyer zum Rahmenprogramm. Heute sind wir bei der Krise der Demokratie mit Professor Rainer Forst. Und wir freuen uns natürlich von Seiten der normativen Ordnungen, dass er heute das vielfältige Rahmenprogramm eröffnet. Die FAZ hat zum heutigen Tag über die Ausstellungseröffnung geschrieben und ihn dabei zitiert: Die Ausstellung soll Standardbilder in Frage stellen und den Blick drehen. Das werden Sie gleich in Bezug auf die Krise der Demokratie hier von Rainer Forst hören. Ich möchte ihn aber ganz kurz natürlich vorstellen, auch wenn das vielfach hier in Frankfurt nicht erforderlich ist. Er ist Professor Politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität und Co-Direktor unseres Forschungsverbunds Normative Ordnungen, zugleich auch der Kolleg Forschergruppe Justitia Amplificata, und er leitet das von ihm ins Leben gerufene Leibniz-Forschungsprojekt Die transnationale Gerechtigkeit.
Nach einem Studium der Philosophie, Politikwissenschaften und Amerikanistik in Frankfurt, New York und an der Harvard University wurde Rainer Forst bei Jürgen Habermas mit einer Arbeit zu Theorien politischer und sozialer Gerechtigkeit promoviert. Er war anschließend wissenschaftlicher Assistent an der FU Berlin und in Frankfurt und mehrfach Gastprofessor unter anderem an der New School for Social Research in New York. Im Jahr 2003 habilitierte er sich mit der Arbeit Toleranz im Konflikt, Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs. Seine Professur hier an der Goethe-Universität trat er 2004 an. Unter den zahlreichen Gastprofessuren muss ich noch die Theodor Heuss-Professur an der New School for Social Research erwähnen, hier wo wir in Bockenheim sind. Und seit 2017 ist er außerdem Forschungsprofessor für politische Theorie am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Die Arbeitsschwerpunkte von Rainer Forst werden vielen von Ihnen bekannt sein. Sie umfassen insbesondere Theorien der Gerechtigkeit, Toleranz und Demokratie. Im Jahr 2012 hat ihm die Deutsche Forschungsgemeinschaft als höchste wissenschaftliche Auszeichnung den Leibniz-Preis verliehen. 2014 wurde er in die Akademie Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Zu den vielfältigen Publikationen nur ganz kurz erwähnt: Kontexte der Gerechtigkeit aus 94, die Habilitation Schrift Toleranz im Konflikt aus 2003, das Recht auf Rechtfertigung aus 2007, die Kritik der Rechtfertigungsverhältnisse 2011 und Normativität und Macht 2015, alle bei Surkamp erschienen und mit vielfältigen Übersetzungen. Jetzt wird er den Faden aus der Podiumsdiskussion der Bürgeruni vom Montag wieder aufnehmen, ja, zum gedrehten Blick auf die Krise der Demokratie. Wir freuen uns auf seinen Vortrag. Herzlich willkommen, Professor Rainer Forst. Vielen Dank, Rebecca, für die freundlichen Worte. Ich freue mich, heute Abend hier zu Gast sein zu dürfen im Senckenberg Big F Forschungszentrum, obwohl ich wenig über Natur spreche. Hoffe ich, dass ich hier nicht ganz aus dem Rahmen falle. Ich will, meine sehr geehrten Damen und Herren, freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Wenn wir so ein kleines Stück zur Mitte hin zusammenrutschen, dann entsteht für die Leute, die jetzt noch gekommen sind, noch ein bisschen Platz. Das wäre sehr schön. Vielen Dank. Prima, ist doch immer hier gemütlich in Bockenheim. War schon früher so. Ich freue mich über die Gelegenheit, mit Ihnen etwas über die Krise der Demokratie nachzudenken. Das ist gerade dieser Tage kein Thema, das man von weit herholen muss. Die Ereignisse in Thüringen und die Kettenreaktion, die da entstanden ist, führen, schauen Sie den Spiegel diese Woche an, wieder zu jeder Menge Kommentaren darüber, dass unsere Demokratie sich in einer Krise befindet. Aber schon seit Jahren führen die Wahlerfolge, ob von Trump, von Orban, vielleicht demnächst von Salvini wieder oder Le Pen, wer weiß, was dort noch alles passiert, dazu, dass wir über die demokratische Verfasstheit in westlichen Gesellschaften, aber nicht nur in Gesellschaften des Westens, denken Sie auch, ich meine die Philippinen ist ein extremes Beispiel, aber auch was in Brasilien passiert, an die Erfolge von Parteien, von Bewegungen, manchmal Personen, die Demokratie nicht nur strapazieren, sondern Grundprinzipien der Demokratie, insbesondere Minderheitenrechte, Grundrechte, infrage stellen, und der Flirt mit
neofaschistischen Positionen ist manchmal mehr als ein Flirt, aber man kann es auch etwas anders ausdrücken. Autoritäre politische Positionen sind wieder zu einer echten Option geworden. Wenn wir über Krise der Demokratie reden, ist es sinnvoll, Krisen in der Demokratie von Krisen der Demokratie zu unterscheiden. Krisen in der Demokratie entstehen, wenn es irgendwie nicht weitergeht, wenn man nicht weiß, wie man aus einem Wahlergebnis eine funktionierende Regierung erstellen soll. Das, was in Thüringen der Fall ist, hätte so eine Krise in der Demokratie sein können. Dann aber, wenn Grundprinzipien der Demokratie aus ihr selbst heraus in Frage gestellt werden, und das ist das, worüber wir in Thüringen diskutieren, nicht genau wissend, was da so wer alles geplant hat, wer also verschlagen war und wer einfach nur ein bisschen wenig nachgedacht hat. Also das könnte an der Schwelle zu einer Krise der Demokratie sich befinden, wobei wir bei Krise der Demokratie auch wieder zwei Formen unterscheiden sollten. Keine Angst, das geht nicht den ganzen Abend so weiter mit Unterscheidungen, das ist so eine Philosophenmarotte, aber es hilft gelegentlich. Krise der Demokratie kann bedeuten, dass die real existierende, hätte man früher gesagt, Verfasstheit einer demokratischen Staatsform kritisiert und in Frage gestellt wird. Das ist eigentlich ein normaler Vorgang innerhalb einer Demokratie, denn wir möchten gerne, und ich komme darauf noch zurück, uns Demokratien so vorstellen, dass sie Institutionengefüge sind, die aus ihren eigenen Fehlern lernen können und deshalb Kritik an der realen Verfasstheit demokratischer Formen zur Demokratie selbst gehört. Eine Demokratie, die so selbstgefällig sich reifiziert und sagt, wir haben jetzt sozusagen das richtige Modell hier, die wäre vielleicht nicht hinreichend selbstkritisch und in dem Maße würde sie den demokratischen Geist vielleicht nicht angemessen repräsentieren. Also angenommen, es gäbe Demokratien, in denen Milliardäre es etwas leichter haben, politische Ämter zu erlangen, dann wäre die eine oder andere Krise der Demokratie, die aus einer demokratischen Kritik solcher Pathologien entstünde, so einem System eher anzuraten. Und nicht die Vorstellung, dass Geld als Form freier Rede oder was auch immer ein ganz unproblematischer Faktor im politischen Leben ist. Also Krise der Demokratie kann auch heißen, dass eine Demokratie aus demokratischen Prinzipien heraus radikal kritisiert wird. Und wie ich Montag schon sagte, wenn Sie sich an manche Kritik der Demokratie in den verschiedenen Jahrzehnten der bundesrepublikanischen Geschichte erinnern, dann sind sozusagen Phasen, in der die Demokratie sich entwickelt hat, immer auch Phasen gewesen, in der die Begrenzungen der bestehenden Formen der Demokratie kritisiert und zu Recht, oft zu Recht kritisiert wurden. Die eigentliche Krise der Demokratie entsteht, wenn die Überzeugung, dass es darum geht, eine Demokratie zu realisieren und progressiv in dem Sinne einer selbstkritischen Überwindung von Blockaden zu realisieren, wenn diese Überzeugung verloren geht, nicht nur, aber das kann eine Rolle spielen, weil man glaubt, das funktioniert nicht, dass wir schaffen es nicht, das, was wir unter Demokratie verstehen sollten, zu realisieren, sondern weil die Überzeugung verloren geht, dass die Demokratie eine Form der Organisation des politischen Lebens ist, die auf die wichtigsten Herausforderungen noch angemessen reagieren kann und man sich nach anderen Modellen umschaut, wie das politische Leben zu
organisieren wäre. Das ist die eigentliche Krise der Demokratie, der Verlust der Überzeugung, dass die Demokratie es wert ist, nicht nur erhalten, sondern geschaffen zu werden. Eine kleine Problematik der derzeitigen Situation ist, dass die vielen ganz wichtigen Beteuerungen, man müsse die Demokratie verteidigen, oft so einen kleinen konservativen Einschlag bekommen, als hätten wir bis gestern so eine ganz prima funktionierende Demokratie gehabt, die man jetzt nur noch verteidigen müsste, weil jetzt irgendwie da Angriffe auf die entstehen. Also wir müssen uns Demokratien immer als Institutionen vorstellen, die ein noch nicht in sich tragen. Nur wenn man versteht, dass die Demokratie ein Projekt ist, das immer wieder erneuert werden muss, dann hat man, glaube ich, die Aufgabe der Demokratie verstanden. Nun ist aber das natürlich nicht ganz unberechtigt zu sagen, dass nun eine Zeit ist, wo man sich auf die Demokratie besinnen und sie auch verteidigen muss. Und das nicht nur, weil jemand wie Herr Höcke in Thüringen sich einen schlauen Trick ausgedacht hat, einen Kandidaten aufzustellen und dann eine Absprache zu treffen, dass keiner für den stimmt, sondern weil wir eine wachsende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern haben, die bereit sind, einer Partei ihre Stimme zu geben, die es mit demokratischen Prinzipien und insbesondere, wie ich sagte, Grund- und Minderheitenrechten nicht so ernst nimmt, genauer gesagt zur Revision verschiedener prinzipieller Aspekte der Demokratie aufruft. Das Besondere an diesen Bewegungen, und das ist nicht deutschlandspezifisch, ist, dass diese Bewegungen und Parteien aber nicht als antidemokratische sich präsentieren, sondern als die bessere demokratische Alternative. Denken Sie nur daran, wie der Slogan "Wir sind das Volk" kolonisiert wird, indem eine bestimmte Vorstellung von Volk in den Vordergrund gerückt wird und dies mit einem gehörigen Maß an Xenophobie, aber auch an Kritik an einem System, das, und deshalb müssen wir die Dinge differenziert betrachten, Kritik an einem System, das sehr vielen Menschen in Ostdeutschland, die vielleicht nicht von vornherein als extreme Nationalisten gepolt waren, ein System, das ihnen als ein kolonisierendes, vom Westen gesteuertes System entgegenkam und entsprechende Narrative, ob sie von der AfD gewebt werden oder von anderen, verbinden sozusagen diese Kolonisierungserfahrung und eine Menge anderer sozialer Erfahrungen mit diesem Schuss an Fremdenfeindlichkeit, sodass am Ende Migranten als Symbol für die bedrohliche Globalisierung und alles das, was man abwehren will, angesehen werden als Fremdkörper, die dem eigentlichen Volkskörper nicht angehören und auch nicht angehören sollten. Übrigens eine Vorstellung des Volkskörpers, die natürlich nicht nur in Ostdeutschland zu finden ist. Wenn Sie sich an die Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, die hier in Hessen zur Wiederwahl eines bestimmten Kandidaten beigetragen hat, erinnern, dann wissen Sie, dass hier in der Definition, wer zum Volk gehört, was es heißt, loyale Staatsbürgerinnen, Staatsbürger sein zu können, dass wir hier ein Problem im Begriff der Demokratie selbst haben. Und wenn ich nachher über die Krise der Demokratie spreche, dann sollte man das gut dialektisch, wir sind ja hier in Bockenheim, schon auch so begreifen, dass der Begriff der Demokratie selbst Aspekte seiner Krisenhaftigkeit so in sich trägt, dass die Frage, wer eigentlich diesen Demos bildet, als wunde Frage
der Demokratie nicht einfach wegzuleugnen ist. Wenn Sie sich die Erfolge der dänischen Sozialdemokraten vor Augen führen, dann sehen Sie, und ich komme nachher noch darauf zurück, dass diese Frage, wie hältst du es mit dem Nationalismus, eine Frage ist, die die derzeitigen demokratischen Gesellschaften tiefgehend durchzieht. Und das, was im Moment die CDU durchmacht, und die SPD ist ja noch nicht raus, hat etwas mit diesem Spalt inmitten des Begriffs der Demokratie zu tun. Wer gehört hier dazu? Wie wird das Volk definiert? Wer darf das definieren? Und so weiter. Die Demokratie ist in dem Sinne tatsächlich durch. Die Frage, wer den Demos bildet, eine krisenanfällige Form der Ordnung des politischen Lebens. Aber ich werde nachher gleich noch sagen, dass es natürlich nicht nur eine Begriffskrise ist, mit der wir es zu tun haben, oder eine normative Krise, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung sich auch andere politische Ordnungen vorstellen kann. Wobei das natürlich etwas schwer ist herauszufinden. Also so Umfragen, die so fragen, wie zufrieden sind Sie mit der Demokratie? Ja, die sind... Also wenn ich sowas ohne Kontext auf der Straße gefragt werde, wie zufrieden sind Sie mit der Demokratie, würde mir auch jede Menge Gründe einfallen, weshalb ich sage, ja, so mäßig zufrieden oder so. Und wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich denke, wie schlimm hier alles läuft, dann würde ich vielleicht auch sagen, ich bin nicht zufrieden mit der Demokratie. Das macht mich aber nicht zu einem Demokratiefeind, sondern zu jemandem, der sich eine bessere Demokratie wünscht. Wenn ich aber Umfragen habe, in der die Demokratiefeinde und die, die sich eine bessere Demokratie wünschen, in dieselbe Kategorie fallen, habe ich vielleicht ein Problem mit der Art, wie diese Frage gestellt wurde und wie solche Umfragen zustande kommen. Man muss also weiter fragen. Man muss fragen, ob zur Lösung von Problemen autoritäre politische Systeme ein Kandidat sein könnten. Und wenn man da ein bisschen weiter fragt, dann erfährt man etwas mehr darüber, welche Veränderungen sich im politischen Bewusstsein von Leuten abspielen. Ich denke also, wenn wir über eine Krise der Demokratie heute nachdenken wollen, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass tatsächlich eine solche Krise bedeuten würde, dass uns der Begriff der Demokratie verschwimmt. Vielleicht nicht verloren geht, sondern verschwimmt, so in dem Sinne, wie ich eben sagte, dass in der Definition des Demos eine Alternative angelegt ist, die sich, glaube ich, in unseren Gesellschaften immer weiter aufspaltet. Und Parteien, die klassischen Parteien zerreißt und zwei Parteien bevorzugt, die darauf unterschiedliche Antworten geben. Und das ist einerseits die AfD und andererseits die Grünen. Und es ist kein Zufall, dass das die beiden Parteien sind, die im Moment einen entsprechenden Auftrieb haben. Also kurz, was meine ich dazu, dass uns der Begriff der Demokratie zu verschwimmen scheint? Das hat etwas damit zu tun, dass die autoritären, populistischen Alternativen, die unter dem Slogan Take Back Control ganz viele Dinge packen. Denken Sie nur, was im Brexit alles eine Rolle gespielt hat. Und man wird nicht sagen können, dass da nicht auch demokratische Motive eine Rolle gespielt haben. Aber Sie sehen, wie leicht diese Motive sich mit Fremdenfeindlichkeit und mit trüberen Motiven vermischen. Dort also, wo die AfD heute ihr rhetorisches Feld hat, würde man übrigens, wenn Sie ein Stück zurückgehen und sich mal den Spaß machen, sich so Wahlkämpfe aus den ja oft beschworenen goldenen Zeiten der Demokratie, also den 70er, 80er Jahren, wenn Sie sich den Spaß machen, mal so ein paar Wahlkampfreden etwa von Franz Josef Strauß anzuhören,
dann will ich jetzt nicht sagen, dass dagegen Herr Meuthen wie so ein liberaler Wiedergänger erscheint, aber wenn Sie schauen, wie dort über Ausländer geredet wurde, dann oder auch Intellektuelle oder was auch immer da jetzt ins Schussfeld kam, ja, dann wird man sagen können, dass dieses rhetorische Feld schon etwas länger bestand. Und wir sehen, dass es in unserer Gesellschaft, erinnern sich an die immer wiederkehrenden Diskussionen über Leitkulturen, das Verhältnis zum Islam, insbesondere, dass hier also ein rhetorisches Feld besteht, das man immer wieder mal beackern kann und in entsprechenden sozialen Konstellationen dann auch erfolgreich beackert. Diese Agrikultur auf diesem Feld versuchen hier etwas ernten zu können, gibt es in ganz vielen westlichen Demokratien, wie ich eingangs sagte. Dabei ist nicht alles ganz gleich. Es gibt immer Spezifika, also eine Reihe der Dinge, die sich ja Trump erlauben kann und die Trump sagen kann, kann Frau Le Pen nicht sagen, würden ihr wahrscheinlich auch nicht einfallen und umgekehrt. Aber es gibt gewisse Grundmuster, wie hier also aus der Demokratie heraus versucht wird, diejenigen, die dazugehören, die das eigentliche Volk sind, und diejenigen, die nicht dazugehören, die man gerade vielleicht duldet, aber eigentlich lieber die Grenzen zumachen würde, wie hier in der Demokratie unter einem demokratischen Anspruch eine Rhetorik des Demos produziert und reproduziert wird, die eigentlich eine antidemokratische Pointe hat und zu einer Politik der Aggression und der Ausschließung führt. Auf der Linken ist es jetzt nicht so, dass man nicht bestimmte Teile dieses rhetorischen Feldes ganz den Rechten überlassen will, weil die sozialen Schichten, die unter den sozialen und ökonomischen Veränderungen insbesondere seit den 90er Jahren leiden und oft Globalisierungsverlierer genannt werden, was jetzt auch keine so sehr spezifische Analyse ist, aber man weiß, was damit gemeint ist. Und wir wissen, dass nach den Sozialreformen der 90er Jahre, Hartz ist vor 15 Jahren eingeführt worden, die Gruppen derer, die zwar Arbeit haben, aber zu sehr niedrigen Löhnen arbeiten müssen, oft zwei Jobs brauchen, um einigermaßen mit einer Familie über die Runden zu kommen. Das ist eine soziale Problematik, die natürlich die Linke alarmieren muss. Und dann sehen Sie, das haben Sie gesehen an dem nicht nur an den Aktivitäten von Frau Wagenknecht, sondern auch den Diskussionen, die innerhalb der Sozialdemokratie geführt werden, wie man also diese Analyse der Bedrohungen durch die Globalisierung, der Bedrohungen von außen, wie man hier eigentlich rhetorisch und politisch reagieren soll. Und Sie wissen, es ist auch etwas, was die Labour Party in Großbritannien zerrissen hat und weiterhin ihr große Probleme bereitet, eine nationale Rhetorik der sozialdemokratischen Politik, sprich dann gegen eine eher transnationale oder kosmopolitische, wobei jetzt die Sozialdemokratie nicht wirklich ein guter Kandidat für eine kosmopolitische Politik ist, aber obwohl von ihrer Tradition her es schon wäre, aber wir sehen,
dass die Frage, wie hältst du es mit dem Nationalismus, nicht nur eine Frage ist, die konservative Parteien beschäftigt, sondern sehr wohl linke Parteien, und die Partei Die Linke hat ihre Probleme mit dieser Diskussion, ebenso wie auch die Sozialdemokratie. Und als ich eben die Grünen erwähnte, dann ist sozusagen dies die Partei, die von ihrem ganzen Anspruch her immer schon eine wesentlich kosmopolitischere Programmatik hatte. Das hängt mit der ökologischen Grundproblematik zusammen, aber auch mit bestimmten Weichenstellungen in Bezug auf globale Gerechtigkeit. Man wird sehen, wie, wenn die Grünen sozusagen als Frontrunner in nationale Wettbewerbe eintreten, wie da rhetorisch operiert wird, denn Wahlen werden nun mal innerhalb einer begrenzten Demos gewonnen, und insofern wird das ein Spagat sein. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit Robert Habeck in einer unserer Reihen zu Gast, und da konnten Sie schon einige der Pirouetten sehen, die dann noch zu drehen sind. Die nationalistisch-populistische Variante zeitgenössischer Politik ist insofern eine Gefahr in der Demokratie und könnte zu einer Krise der Demokratie führen, als bestimmte demokratische Standards des gleichen Respekts für Minderheiten insbesondere, aber auch die Tendenz zu einer Reethnisierung und bis im Extrem zu einem völkischen Begriff des Demos hier anzutreffen sind. Hier wird die Demokratie zu einem Instrument, dass Mehrheiten, die sich zum wahren Volk erklären, sich das Recht herausnehmen, andere, die dann angeblich nicht hierher gehören, zu exkludieren und ihnen das Leben auf vielerlei Weise schwer zu machen. Die Schließung der Grenzen ist dann sozusagen nur ein Aspekt dieses ganzen politischen Imaginariums, das hier aufgerufen wird. Darauf reagieren nun manche und sagen, ja, man muss eben neben der Demokratie auch den Rechtsstaat und Minderheitenrechte verteidigen. Und wenn man das so sieht, ist man, glaube ich, schon in die Falle getappt. Weil Minderheitenrechte und gleiche Rechte für alle sind kein Aspekt neben der Demokratie, sondern sie sind ein Aspekt der Demokratie. Es gibt keine Demokratie, die ein Premium für Mehrheiten aussetzt, dass, sobald sie demokratisch an die Macht gekommen sind, sie die Rechte anderer beschneiden dürfen. So kann Demokratie nicht verstanden werden. Dann ist das eher eine Beutegemeinschaft oder das, was Augustinus eine Räuberbande genannt hätte. Wir müssen also aufpassen, dass, wenn wir wichtige Prinzipien verteidigen, wir nicht so tun, als wären das Prinzipien, die neben der Demokratie auch ganz wichtig sind, etwa die Menschenrechte, sondern wir müssen die Demokratie nicht halbiert betrachten, sondern als das, was sie ist, eine umfassende politische Praxis der Gerechtigkeit. Und ich komme gleich noch dazu, weshalb es wichtig ist, sich daran zu erinnern. Denn wie gesagt, die eigentliche Krise der Demokratie, die droht dann, wenn wir selbst nicht mehr richtig verstehen, was das ist, die Demokratie. Und wenn wir Gefahr laufen, sie als Beute- oder Ausbeutungsgemeinschaft zu redefinieren. Eine nationalistische Form der Demokratie ist aber aus einem zweiten Grund noch eine problematische. Denn sie bietet nationale Lösungen, Stichwort Take Back Control, Brexit, für Probleme an, die nicht nur globaler Natur sind,
Ökologie, die vielen Folgen ökonomischer Globalisierung, etwa der lohndrückende Standortwettbewerb, die Steuervermeidung globaler Unternehmen, die Dominanz der Finanzmärkte in Bezug auf nationale Haushalte. Wenn das die Probleme sind, auf die Demokratien reagieren müssen, dann sind nationale Antworten immer nur ein kleiner Teil der Lösung. Ja, wir können natürlich auf Dieselfahrzeuge in Deutschland verzichten. Also was heißt natürlich? Also mit Mühe, besonders diejenigen, die sich nicht jetzt schnell ein anderes, flottes, ökologisch sparsames Auto leisten können. Aber das ist natürlich nicht die Antwort auf ein globales Problem. Und wir können natürlich versuchen, mit dem neuen Großbritannien in einen Wettbewerb einzutreten, wer jetzt den wärmeren Platz an der Sonne der globalen Finanzindustrie bekommt. London, Frankfurt oder Paris. Und ich ahne schon, für wen das ausgehen wird, weil natürlich ein Teil von Brexit auch damit zusammenhängt, dass man von bestimmten Fesseln frei sein will, um die britische Ökonomie noch stärker in die globalen finanzökonomischen Zusammenhänge einzurücken. Natürlich kann man in so einen Wettbewerb eintreten, aber Sie sehen, was diese Wettbewerbe mit Nationalökonomien machen. Sie müssen immer sozusagen den Imperativen der globalen Ökonomie noch besser sich anschmiegen. Progressive demokratische Politik sieht etwas anders aus. Und damit sind wir jetzt von einer begrifflichen Krise, wo uns zu verschwimmen scheint, was Demokratie ist, bei einer Strukturkrise angelangt. Und die müssen wir, wenn wir über Krise der Demokratie, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, reden, natürlich im Auge behalten. Was sind denn Demokratien eigentlich, wenn sie nicht Mittel sind, das politische Leben so zu organisieren, dass auf reale Herausforderungen, die das soziale, ökonomische, politische Leben stellt, auf eine Weise geantwortet werden kann, die allgemein gerechtfertigt werden kann, so dass alle, die Teil einer Ordnung sind, an der Rechtfertigung des gemeinsamen Lebens teilhaben können. Da gibt es eine Menge von Voraussetzungen. Also ein bestimmtes Maß an Gleichheit der Teilhabemöglichkeiten muss bestehen. Und das sind nicht nur Bildungsvoraussetzungen, sondern auch soziale Voraussetzungen. Aber eine Voraussetzung ist auf jeden Fall, die Demokratie als Fighting Creed, als sozusagen politisches Projekt immer macht, dass die Herausforderung, der sie sich stellt, nämlich eine feudale Ordnung, eine ungehemmte kapitalistische Ordnung, mit den Mitteln der Demokratie überwunden, gezähmt, geordnet werden kann. So ist Demokratie als progressives Projekt entstanden und das ist ihr eingeschrieben. In dem Moment, wo Demokratien als Institutionengefüge es mit Problemen zu tun haben, die sie auch im besten Fall innerhalb ihres Machtraums nicht bewältigen können, weil es sich um Katastrophen handelt, die von Menschen zwar mitinduziert sind, aber nicht von einer Nationalökonomie gelöst werden können. Oder sich eine globale Ökonomie entwickelt hat, wo du bestenfalls im Verbund mit anderen die eine oder andere Stellschraube anbringen kannst, aber letztlich es mit einer Form der ökonomischen Ordnung zu tun hast, die nicht mal Herr Trump noch so regeln kann,
wie, weiß nicht genau, ob er es wollte, aber auch Herr Sanders wird es nicht vermögen. In dem Moment, wo die Demokratie als das progressive Projekt insbesondere sozusagen wilde Formen des ökonomischen Lebens, ob in extrem wilder Form, also der Ausbeutung oder zumindest der unfairen Übervorteilung anderer, wo die Demokratie schon strukturell nicht mehr in der Lage ist, auf diese Verhältnisse zu antworten, haben wir es mit einer Strukturkrise der Demokratie zu tun. Und ich glaube, dass in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern nach 1989 ein doppelter Prozess eingetreten ist. Einerseits die Vorstellung, die jetzt auch wieder am Wackeln ist, dass der Siegeszug der Demokratie in der Post-89-Welt uneinholbar sein wird, was die politische Form der Organisation des Lebens angeht. Aber zugleich, dass auch keine ökonomische Alternative mehr zu dem besteht, was dann sich an kapitalistischem Weltmarkt entwickelt hat. Und die Reformen der 90er Jahre, die ich erwähnte und die Herr Macron jetzt versucht, zeitlich etwas nachholend in Frankreich zum Teil zumindest durchzusetzen, haben bei einem Teil der Bevölkerung eben einen zweiten Prozess der Überlegung in Gang gesetzt, dessen Reaktionen wir jetzt auch spüren, nämlich einen Prozess der Wahrnehmung, dass ja, der Siegeszug der politischen Form der Demokratie zugleich heißt, dass diese Form des ökonomischen Lebens alternativlos geworden ist und dass sie eine Form des ökonomischen Lebens ist, deren wesentliche Gesetzmäßigkeiten nicht mehr national entschieden, gesteuert oder bestimmt werden können. Und deshalb sich bei vielen Leuten, insbesondere mit geringem Einkommen, sich die Vorstellung festgesetzt hat, ja, dieser Siegeszug der Demokratie, okay, aber für mich heißt das, dass ich Schwierigkeiten habe in bestimmten Industrien, in dem, was ich gelernt habe, was ich kann, hier irgendwie weiter zurechtzukommen. Und ich denke, dass vieles an Unzufriedenheit über die Demokratie daher rührt, dass Menschen sich eingeschlossen, sozial eingeschlossen fühlen und nicht mehr sehen, wie die Demokratie in ihrem Land, selbst wenn sie wollte, und auch das wird natürlich bezweifelt, selbst wenn sie wollte, noch auf diese Gesetzmäßigkeiten, denen ich unterliege, wenn ich in einer verarbeitenden Industrie oder einer energieintensiven Industrie arbeite, auf diese Gesetzmäßigkeiten noch einen großen Einfluss hat. Ich glaube, dass die Vehemenz, mit der Take Back Control gefordert wird, mit der Donald Trump so tut, als könnte er America Great Again machen, oder Boris Johnson sagt, jetzt sind wir wieder die demokratisch autonome Nation, die wir mal waren. Das hat etwas damit zu tun, dass dieser Prozess des Erlernens der Machtlosigkeit in Bezug auf ökonomische Prozesse jetzt ein Maß erreicht hat, das dann eben aber nicht sich in Kapitalismuskritik äußert, auch das schon, ja, Occupy und so weiter, und auch dort, wo an sozialdemokratische Parteien appelliert wird, doch wieder etwas mehr in Strukturpolitik zu investieren, ja, das gibt es schon. Aber dieser Reflex zu sagen, jetzt wollen wir aber wieder Herr im Haus sein, und die Formulierung Herr im Haus ist wahrscheinlich gar nicht so weit
weggeholt, weil auch da sehr viel an verletztem Männerstolz, denken Sie auch wieder an das, was bei Trump so alles passiert, eine Rolle spielt. Also das ist eine, wenn man so will, pathologische Reaktion, eine Trotzreaktion auf eine Verlusterfahrung, die sich über Jahrzehnte in westlichen Gesellschaften aufgebaut hat. Die Gelbwesten und so weiter sind Reaktionen auf eine Machtlosigkeit, in die man sich mal fügt und auch mal rebelliert. Und das erklärt noch nicht, wieso diese Rebellion zuweilen sich so leicht mit der Xenophobie verbindet. Die Xenophobie, die Fremdenfeindlichkeit, ist ein Gift in Gesellschaften, dessen Süße, die manche empfinden, nicht rein materialistisch erklärt werden kann. Es führt kein logischer Weg davon, von dem Bewusstsein, dass du in einer Gesellschaft in einer schwierigen ökonomischen Situation eingeschlossen bist, dazu in irgendeiner Weise Ausländer oder Fremde oder andere Religionen dafür verantwortlich zu machen. Wir laborieren als kritische Theoretiker, diejenigen von Ihnen, die wissen, wie Adorno über die autoritäre Persönlichkeit nachgedacht hat, wissen, dass genau dieser Konnex zwischen sozialer Ohnmacht und Selbstermächtigung, indem man jetzt zu dem wirklichen Volk gehören will und denen erklärt, dass das hier für uns ist und nicht für euch. Dieser Konnex ist immer noch etwas schwer zu erklären. Es gibt diese Sündenbock-Theorien und so weiter. Man will einfach sagen, einen sichtbaren Sündenbock für viele Probleme. Aber dennoch nähert sich das, was Adorno den Hass aufs Nicht-Identische genannt hat, aus Motiven, die man nicht nur und vielleicht auch nicht rein materialistisch erklären kann. Es ist auch nicht so, dass neofaschistische Parteien nur von Leuten gewählt werden, die ökonomisch in einer prekären Situation sind, und die Islamophobie ist auch quer über alle sozialen Schichten verteilt und reicht weit ins gut situierte bürgerliche Lager hinein. Ich will nur sagen, ich will jetzt hier nicht als jemand dastehen, der für alle diese Phänomene einen Schlüssel hat. Aber eines ist gewiss: Wenn eine Strukturkrise der Demokratie, also ein sich immer weiter nährender Verdacht, dass die Politik auf die wahren Herausforderungen und ein progressives Projekt, das dazu führte, dass das viele Geld, das weltweit verdient wird, gemeinwohlverträglich wenigstens zum Teil umgeleitet wird, wenn sich der Eindruck, dass das nicht mehr gewollt, vielleicht auch nicht mehr möglich ist, verfestigt, dann ist sozusagen das Spektrum von Reaktionen darauf leider eines, dass die xenophobe Reaktion mit einschließt. Es ist nicht notwendig, dass das eine xenophobe Reaktion wird. Aber hier ist eben, greift die, und damit höre ich jetzt auf, die Strukturkrise der Demokratie, dass die Menschen nicht mehr sehen, dass die Demokratie noch die Gestaltungsmacht hat, gemeinwohlorientiert sozusagen das, was an ökonomischem Potenzial vorhanden ist, umzustrukturieren, dass dies sich verbindet eben mit einer Krise der Demokratie, die in dem Begriff der Demokratie selbst angelegt ist, dass die Leute sagen, ja, wir sind doch das Volk, wir müssen doch jetzt wieder uns zur Geltung bringen, unsere Lebensform, unsere Traditionen, und dann ist leider das Angebot, doch die eigene Geschichte noch mal ein bisschen anders zu deuten. War denn da alles so schlimm und können wir da nicht stolz sein auf das eine oder andere? Dann werden diese Angebote angenommen und wahrgenommen. Die Krise der Demokratie, wenn das stimmt, also eine Verbindung einer Strukturkrise
des Mangels demokratischer Gestaltungsmacht aufgrund der globalen ökologischen und ökonomischen Problemlagen und einer Begriffskrise der Demokratie, die gehijackt wird und umformuliert wird in eine Selbstermächtigung eines ethnisch sich definierenden Volkes oder zumindest eines sozusagen Volkes der Eingesessenen, die jetzt sagen, wie es zu laufen hat, weil hier das schon immer so war und man nur sozusagen die Kolonisierung durch all das Fremde und Neuartige abwenden will, um diesem Übel entgegenzutreten, wäre tatsächlich ein progressives Projekt nötig, wo Menschen, die mit der Demokratie unzufrieden sind, ob aus guten oder weniger guten Gründen, sehen, dass das ein Projekt ist, bei dem sie was gewinnen können. Und eben nicht gewinnen so verstehen, dass alles, was ich gewinne, dem anderen verloren gehen muss. Ja? Nicht in Nullsummenspielen denken, sondern daran glauben, dass die Demokratie sich entwickeln kann in einem Sinne, dass das Leben der Menschen besser wird. Denken Sie an die Bildungsdiskussionen der 70er Jahre. Und ohne dass man jetzt vielleicht die sozialdemokratische Bildungspolitik allzu sehr glorifizieren will, aber da war ein Projekt, dass du die Gesellschaft veränderst und neue Türen aufmachst für Leute, die bis dahin vor verschlossenen standen. In dem Moment tut sich was und es werden viele der Affekte, die auf Nullsummenspielen beruhen, zurückgedrängt. Aber wenn meine Analyse stimmt, dann leben wir in einer Welt, in der dieses progressive Projekt nur noch als transnationales möglich wäre. Und dann setzt sich die Analyse der Strukturkrise so fort, dass die Frage am Ende bleibt, wo sind denn die politischen Akteure, die Parteien, die Bewegungen, die glaubwürdig transnationale, progressive Politik vorschlagen und vorschlagen können. Dann werden einige von Ihnen gleich in der Diskussion sagen, Europa. Ja, und dann wird man sagen, das ist ja schon mal besser als nichts. Ja. Aber wenn Sie überlegen, wie über Europa heute diskutiert wird, und das ist jetzt mal vom Brexit ganz abgesehen, schon bei der Frage, ob nicht innerhalb eines gemeinsamen Währungsraums eine gemeinsame Finanz- und dann auch Sozialpolitik zumindest in Ansätzen nötig ist, was selbst Herr Oettinger, als er bei uns zu Gast war, als notwendig betrachtet hat. Wenn Sie sehen, wie sozusagen die Erfolgschancen schon diese Ansätze sind, wenn Sie sehen, was aus der Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene werden wird, nämlich nichts, und auf deutscher Ebene wenig, dann sehen Sie, dass wir noch einiges zu tun haben, wenn wir aus der Demokratie wieder ein progressives und nicht ein pathologisches Projekt der Selbsteinigelung plus Exklusion machen wollen. Aber das Unangenehme dieser Analyse ist, dass ich nicht sehe, wie es anders als transnational gehen soll. Denn die Fragen, die zu beantworten sind, die Kräfte, die zu bewältigen sind, sind transnationaler Natur. Kein sehr guter Schlusspunkt, aber was soll ich machen? Danke für Ihre Aufmerksamkeit.